Hallo Leute und herzlich willkommen in Südtirol. Ich habe mir den Ortler vorgenommen und zwar als Zweitagestour. Ihr seht, ich bin schon relativ spät dran. Es ist jetzt 17.30 Uhr und ich bin ja vor gut 5 bis 10 Minuten unten in Sulden gestartet. Sitze jetzt hier auf dem Langenstein Sessellift, fahre hoch zur Station und laufe dann nochmal 2,5 Stunden bis 3 Stunden zur Peierhütte. Dort werde ich übernachten und steige dann morgen früh mit einem Kollegen direkt hoch zum Gipfel. Ja, wie gesagt, Wetter ist absolute Bombe. Aussicht kann eigentlich nicht besser sein. Wenn ihr so spät dran seid wie ich, empfehle ich euch definitiv den Sessellift. Wer mit dem fährt, bekommt auch den Parkplatz unten komplett umsonst. Dann los geht's. So, oben angekommen. Restaurant hat mittlerweile zu. Dafür jede Menge Schafe und ein wirklich toller Ausblick. Ja, folge jetzt hier dem Weg. Erst zur Tabaretta-Hütte und dann zur Peierhütte. Schauen wir mal, ob wir es in den 2,5, 3 Stunden schaffen. Also jeder, der es ein bisschen ruhiger mag, kann ich nur empfehlen, auch zu spät aufzusteigen. So, hier hat man jetzt auch mal die Ausschilderung Peierhütte, Tabaretta-Hütte. Mir wurde gerade gesagt, etwa 4 Stunden. Dann muss ich mich wohl noch mehr sputen. Während wir hier so gemächlich lang spazieren, noch ein paar Infos, wo ich mich hier eigentlich gerade bewege und was die ganzen Höhendaten angeht. Also, Ausgangspunkt meiner Tour Sulden mit 1900 Metern etwa. Sessellift bringt euch rauf auf 2300 und die Peierhütte, wo es jetzt hingeht, ist auf 3020 Meter. Also gut, 700 Höhenmeter sind jetzt zu überwinden. Ja, Ortler selbst 3905 Meter nach österreichischer Vermessung, aber 3899 Meter, auch interessant. Ja, da oben sieht man jetzt schon, sofern ich mich nicht täusche, wenn ihr sie seht, die Tabaretta-Hütte. Kleine Zwischenstation, ganz praktisch, um Wasser aufzuladen. Ich habe ja auch ordentlich Gepäck mit. Ist ja eine Hochtour mit leichten Kletterpassagen, also das solltet ihr schon mit einplanen. Da oben sieht man sie schon wieder. So, jetzt sieht man auch mal ausführlich die gewaltige Nordwand und hier die Bergsteiger und Bergsteigerinnen, die beim Erklimmen oder durch Steinschlag traurigerweise, tragischerweise ihr Leben verloren haben. So, Tabaretta-Hütte, 255, ungefähr eine Stunde, 18:30. Aber der Kollege hier hinter mir, der Patty, oder Patty, läuft das Ganze in einer halben, jede Woche. Aushilfe auf der Tabaretta-Hütte. So, weiter geht's zur Peierhütte. Über diesen wunderschönen Weg. Da oben seht ihr sie schon. Zum Greifen nah. Aber es ist noch ein Stück Weg. Ja, über den Grat hier vorne lang. Hinten rum. Wie schon erwähnt, ungefähr nochmal 500 Höhenmeter. 1,5 Stunden. Aber sie thront schon wirklich sehr geil da oben mitten im Fels. Ja. So, ich bin jetzt ungefähr auf 2800 Metern von der Tabaretta-Hütte bisher ungefähr 20 Minuten. Da sieht man schon den Gipfel, den Wolken und den Gletscher. Sieht echt toll aus. Wenn man genau sieht, ist da auch schon die Peierhütte. Ja, wir müssen jetzt noch hoch zur Bärenkopfscharte auf ungefähr 2850 Meter. Und dann geht's zum Grat. Und noch mal ein paar Höhenmeter hoch zur Peierhütte. Na dann los. So, noch mal Sonnenschein. Die Bärenkopfscharte, 2850 Meter. Ja, geil, oder? Kann man nicht anders sagen.
So, 19.45 Uhr, 2 Stunden 15 Minuten und da ist sie, die Peierhütte bei Bombenpanorama. Ist das nicht ein herrliches Wetter? So, Hütten in Zeit von Corona. So sieht's aus. Ja, ich lege mich schlafen, 21.30 Uhr. Kleiner Tipp, Frühstück gibt es um 5. Ich stehe um 4 auf, gehe halb 5 los mit dem Thomas. So umgeht ihr quasi die ganzen Massen. Und oben, vor allen Dingen im oberen Bereich, ist es so, dass ja, es gibt kleinere Nadelöhre, wo sich dann halt die ganzen Gruppen durchdrücken. Und man muss teilweise wirklich lange warten. Deswegen geht lieber ein bisschen eher los, verzichtet aufs Frühstück, nehmt ein bisschen was mit zu essen und habt einfach einen schönen Gipfeltag. Ihr werdet sicherlich nicht alleine sein, aber wer früher startet, hat auch mehr davon und ist vielleicht auch eher zurück. So, schönes Klettern zwischen 1 und 2. Auf dem Grat entlang immer rechts und links. Springen, gutes Gleichgewichtstraining. Jetzt kommt eine kleine steile Passage, das Wandel oder Wandel genannt. Schon mal relativ steil hoch. Schwierigkeitsgrad 2, weil man eine Kette hat zum Hochziehen. Jetzt kommt der Weiberschreck. Hey Thomas! Geil, Wetter wird auch richtig gut. Und schon schön warm. Macht echt Spaß. Kommen wir ins Bärenloch. Hier drunter ist auch noch Eis. Schön vorsichtig. Okay. Liebe Leute, was für ein traumhaftes Wetter. Was für eine traumhafte Aussicht. Haben uns jetzt Steigeisen angelegt und gehen jetzt direkt hoch. Hier machen wir jetzt eigentlich die meisten Höhenmeter. Vorher war hauptsächlich Kletterei mit einem paar Höhenmeter. Jetzt geht es eigentlich richtig hoch. Immer schön anseilen. Spalten everywhere. So, woher hat das Bärenloch seinen Namen? Von solchen Oschis. Also, am Seil gehen. Pflicht!
So Leute, oberhalb des Lombardi-Biwaks. Hier sieht man auch schon. Und die Sonne ist rausgekommen. Ist das nicht geil? Oder Thomas? Wunderschöner Sonnenaufgang. Oder? Das Panorama. Alter, man sieht wirklich alles. Krass. So. Schön Höhenmeter schrubben. Und sind hinter dem Adlerauge. Ja. So, Gipfelgrat. Adler. Erst bestiegen durch Josef Pichler 1805. So, Gipfel Adler. 2 Stunden 45 haben wir gebraucht. Geile Aussicht. Wetter. Hintergrat. Jetzt geht's schön genießermäßig runter. Den Rückweg sieht alles noch mal viel, viel imposanter aus. Thank you.
So, hat sich definitiv ausgezahlt, früh loszugehen. Denn wenn ihr euch jetzt mal die Wand anguckt, den ganzen Seilen und Abstiegen, da kann immer nur eine Person hoch. Wenn die jetzt alle runterkommen, kommt es da durchaus zum Stau. Also würde mich nicht wundern, wenn man da länger steht. Puh, gut gemacht. So, wieder angekommen bei der Peierhütte. Also, Rückweg definitiv nicht unterschätzen. Erstens im Abstieg, ne? Also die ganzen Schwierigkeiten, die euch da entgegenkommen, vor allem wenn es steil runtergeht. Und das zweite, die Wegfindung. Also es ist doch ein ganz schönes Wirrwarr aus möglichen Kombinationen. Und da kann man sich relativ schnell verlaufen. So Leute, ich lasse die Peierhütte hinter mir und muss sagen, es war wirklich eine geile Tour, wenn nicht sogar eine der schönsten, die ich bisher gemacht habe. Ja, was gibt es zusammenfassend zu sagen? 4,5 Stunden hat es insgesamt gedauert. Rückweg jetzt ungefähr ja, 1:30, 1:45. Oben eine Viertelstunde Pause. Hinweg 2,5 Stunden, also alles in allem so 4,5 Stunden für die gesamte Tour von der Peierhütte aus. Ja, was kann ich euch noch mitgeben? Also startet definitiv, bevor der große Pulk an Menschen zum Gipfel aufbricht. Denn vor allem werdet ihr Probleme haben beim Rückweg. Denn gerade die Kletterstellen hier auf dem Rückweg, die sind teilweise wirklich nur für eine Person so schmal, dass dann wahrscheinlich da auch ein Stau entstehen würde. Und ja, guckt euch auf jeden Fall bei der Wegfindung nochmal genau die Route an. Das ist teilweise wirklich ein bisschen schwierig zu finden auch. Vor allem im Dunkeln. Ja, und ansonsten, geile Tour würde ich sagen. Coole Hochtour mit Kletterstellen, alles was dazugehört, Bombengipfelpanorama. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und ich mache mich jetzt zurück nach Sulden und wünsche euch noch eine coole Zeit. Bis zum nächsten Mal.